durch. Aber das ist halt, in der Beta kannst du nur einen Teil der Map spielen. Das heißt, du kannst irgendwie ein Gebiet spielen von, sagen wir jetzt mal, 20 oder 30 Gebieten. Also das ist eine echt mega große Map im Vergleich zu GTA 5 ist das sogar, glaube ich, noch größer. Das ist schon echt geil. Komm, schiebt alle auf mich. Punkte, Punkte. What up? Boah, was? Da liegt im Hirn ein kleiner Zauberer daneben. Der Raum ist leer. Der liegt unten neben dem Serverraum.